careful what you wish for, because it might be more than you can handle. Die Zahl der Todesopfer durch den Taifun Yagi in Vietnam ist mittlerweile auf über 150 gestiegen. Rund 60 Personen würden zudem noch vermisst, wie die Regierung in Hanoi am Mittwoch bekannt gab. Der Taifun war am vergangenen Wochenende über Vietnam hinweggefegt und die heftigen Regenfälle haben im Norden des Landes Erdrutsche und Überschwemmungen ausgelöst. Anwohner in Thai Nguyen, rund 80 Kilometer nördlich von der Hauptstadt Hanoi, berichten. Dieses Gebiet wurde von den Überschwemmungen schwer getroffen. Es gibt Häuser, bei denen der erste Stock komplett unter Wasser steht. Die meisten Haushalte hier haben ihre Möbel und auch alle anderen Habseligkeiten verloren. In mehr als 20 Jahren, die ich hier bereits lebe, habe ich noch nie so eine schlimme Überschwemmung erlebt. Alle meine Sachen und vermutlich auch die vieler anderer Menschen hier sind nach diesem Sturm zerstört oder verloren. Das ist vermutlich die schlimmste Überschwemmung seit 40 Jahren. Der erste Stock meines Hauses steht komplett unter Wasser. Jetzt haben wir kein Trinkwasser mehr und wir sind ohne Strom. Außerdem ist es sehr schwierig, sich fortzubewegen. Und hinzu kommt, dass auch die Preise für alles gerade immer weiter steigen. Dem vietnamesischen Wetterdienst zufolge war Yagi einer der stärksten Taifune der vergangenen 10 Jahre. Insgesamt waren offiziellen Angaben zufolge mehr als 3 Millionen Menschen in verschiedenen Teilen des Landes zwischenzeitlich ohne Strom. Und auch landwirtschaftlich genutzte Flächen sind betroffen. Etwa 120.000 Hektar Reisfelder sowie mehr als 1.000 Fischfarmen sollen Schaden genommen haben. In der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi haben die Schulen die Schüler dazu aufgefordert, für den Rest der Woche zu Hause zu bleiben.